Irgendwann im Frühjahr 1985 war es dann soweit. Die Recken fuhren ihre Boliden auf die Startrampe des ersten Meisterschaftslaufs. Motto für die anstehenden 10 Meisterschaftsrallyes: unten rechts ist das Gaspedal und wer bremst, verliert. Einzelne Titelaspiranten testeten auch die Schubkraft ihrer Co-Piloten, um sicherzustellen, dass Benzinmangel kein Ausfallgrund sei. Auch die Objektive der Kameras waren längst bereit. So war sichergestellt, dass von der Faszination des Sports, seiner Spannung und seinen Stimmungen nichts verloren ging. Manch einer hat sich für dieses von Peter Diekmann kreierte Angasen zu viel vorgenommen. Dieser Volvo verließ den Pfad der Tugend und versank vor Scham in einem Graben. Marc Duess steuerte seinen Audi Quattro zum einzigen Sieg in der Meisterschaftssaison, ohne bei dieser Passage auch nur ein einziges Schlagloch auszulassen. Die Mechaniker sind solches Tun gewohnt und erwarten nach getaner Arbeit gelassen ihren nächsten Einsatz. Über einen weiteren deutschen Ex-Meister gilt es zu berichten: Erwin Weber gab seinem Werks-Opel Manta hin und wieder derart die Sporen, dass die Fetzen flogen. Der rechte Vorderreifen, sich seiner undankbaren Rolle bewusst, montierte auch noch den Kotflügel ab. Über den Opelfunk holte Co-Pilot Wanger Hilfe, die auch bald erfolgreich mit den Instandsetzungsarbeiten beginnen konnte, während Erwin Weber sich den Schweiß vom bayerischen Schädel wischte. Während die Zuschauer beschämt oder distanziert solches Tun betrachteten, erwischte unser Kameramann im Laufschritt einen unvorhergesehenen Reifenwechsel der Peugeot-Mannschaft mitten in der Prärie. Und als die über Funk herbeizitierten Peugeot-Mechaniker dem plattfüßigen 205 Turbo wieder auf die Beine halfen, behielten die Herren Fahrer die Ruhe und Platz. Schnell waren Schrecksekunde und Spuk vorbei. Während unser Kameramann über den Wolken seinem nächsten Einsatzpunkt entgegenflog und dabei manch betulichem Gefährt begegnete, hatte der Rallye-Alltag alle Träumer schnell wieder eingeholt. Kampf war angesagt. Die zweite Halbzeit der deutschen Rallye-Meisterschaft erforderte noch einmal volle Konzentration. So souverän der Vorsprung der Peugeot-Mannschaft Grundl-Diekmann auch war, es gab kein Ausruhen auf Lorbeeren. Denn immer wieder tauchten neue Gegner auf, wie hier der Lancia
von Andrea Zanussi. Oder auch dieses englische Opel-Team, dem eine defekte Zylinderkopfdichtung ein vorzeitiges ausbescherte. Zwar nahmen die Engländer den Kampf noch einmal auf, mussten aber wenige Kilometer später den Hitzkopf endgültig abstellen. Derweil nahmen die Zuschauer noch eine Prise Staub, in der Hoffnung, dass der nächste Pilot ein wenig mehr Rücksicht auf ihre empfindlichen Atemwege nehmen würde. Es mag sein, dass jeder seinen heimlichen Driftkönig bei solchen Veranstaltungen hat. Unzweifelhaft aber ist, dass diese beiden Herrschaften einer ganz besonderen Marke zugetan sind. Holger Bohne ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Just in diesem Moment visierte Gustl Brusch mit seinem Ford Sierra den Vizemeistertitel an. Aber dieser Dreher war wohl symbolisch für das Ende aller Träume. Wen wundert es, dass alle mehr und mehr an den Sieg dieses Autos glaubten, das meisterlich konzipiert, meisterlich vorbereitet und betreut sowie meisterlich gefahren wurde.